Hallihallo, meine Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr einen Weg hergefunden habt. Irgendwas ist explodiert. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. So, gucken wir mal gerade. Holzmaschinen, geht noch nichts. Der erste kommt jetzt gerade an. Und hier warten sie alle. In breiter Front wollen sie hier rein. Das blockiert natürlich jetzt die anderen Schifflein ein bisschen. Das macht aber gar nichts. Die bringen aber auch noch nichts mit. Was jetzt auch okay ist erstmal. Die haben ja noch keinen Auftrag. Mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich mich hier vertue. Nö, die hängt dran. Okay, es passt alles. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt gleich angeht. Meine Lieben, wo werden wir diese Folge hingehen? Diese Folge wird im Sinne der Erneuerung von Rinteln stehen. Rinteln eskaliert mir hier gerade komplett und wir werden hier Personenverkehr fördern. Das ist unser großes erklärtes Ziel. Jetzt gucken wir mal gerade, 30 Millionen Minus, da müssen wir auf jeden Fall ran und das werden wir in Rinteln definitiv schaffen. Wenn jetzt allerdings das noch anläuft, bin ich ganz happy, weil dann haben wir da auf jeden Fall noch was ordentlich in Zukunft noch am Laufen. Was ich allerdings jetzt schon sehe, ist, dass hier die Produktion hochgefahren wird. Das könnte ganz interessant werden. Wir werden sehen. Ich meine, das ist jetzt erstmal schon mal gar nicht verkehrt, wenn die da hier ein bisschen Vollgas geben können. Die anderen werden das natürlich noch ein bisschen offen haben. Ne? Wenn ich jetzt hier gucke... Alter, okay. Hier oben geht auch einiges. Was auch geht, ist vor allem auf die Tengen-Linie geht hier richtig was. Das klappt auch gut. Hier geht noch verkehrstechnisch nicht die Wucht, aber es ist okay. Ja. Na, jetzt lassen wir das mal laufen und gucken mal, dass die Schiffe das machen. Also noch sehen wir hier keine großen Sprünge auf der Linie. Und die warten halt alle hier auf Reinfahrt. Wobei, wenn manche hier rausfahren, bin ich auch nicht böse drum. Hier fahren auch schon ein paar rüber. Da ist ja noch keiner. Also die ersten sind jetzt hier. Das würde ich halt jetzt mit euch ganz gerne diese Folge mal mir anschauen. Wie sich das hier entwickeln wird. Letztes Jahr minus 14 Millionen. Also wir sind knapp im Minus. Nicht übermäßig viel, aber auch nicht wenig. Und das werden wir jetzt mal im Blick behalten. Hier ist auch noch nichts. Kein einziges Brett. Das würde ich, wie gesagt, mit euch gerne noch diese Folge mir anschauen. Die fahren jetzt natürlich auch schön raus, weil die alle nacheinander erst rein dürfen. Ja. Und was das Gute an der Sache ist, für uns das Gute, dass diese Schifflein, die hier fahren, ja, sich dadurch das Warten jetzt einfach auch ein bisschen den Takt ausbalancieren. Natürlich steigt dadurch hier die Rate auch an. Lass mal gucken. 15 Minuten haben sie jetzt aktuell. Das sollte jetzt auch weiter runtergehen, weil je mehr die sich wie eine Ziehharmonika auseinanderfahren, desto besser ist es. Die Ladungsgrößen sind natürlich enorm. Und das werden wir sehen. Jetzt muss ich eine Sache allerdings noch vorab prüfen. Aber ich glaube, das haben wir schon geprüft, ne? Und zwar die Verladung hier der Bretter. Und Bretter gehen. Die passen rein. Nicht viel, aber es passen ein paar rein. Und das werden wir jetzt gleich sehen, weil hier liegt ja in der Produktion, ist genug da. Also die könnten noch weiter produzieren. Und dann werden wir sehen, ob hier was zurückkommt, sobald der erste durchgerumpelt ist. Gut, okay. No, also es hat jetzt natürlich Zeit, weil hier, das läuft alles von alleine. Ja, wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Hier stehen jetzt noch zwei Schiffe wartend. Einer ist schon hier vorne. Der hat schon ein paar Meter vor sich. Der fährt mit 30 straight durch. Das ist gut. Die Dinger fahren auch mit 30 tendenziell, aber sind ein bisschen kleiner. Und die schauen auch mal hübscher aus, finde ich, vom Model her. Finde ich okay. Wir sehen jetzt nicht, dass diese Fabrik jetzt erstmal aufmunitioniert. Das sehen wir nicht. Also, die braucht auf jeden Fall noch ein Schlückchen. Was wir aber hier sehr gut sehen, ist das hier. Moment. Das hier. 400 waren auf der Verteillinie. Also auf der da. Das ist gut. Die ist aber dafür nicht ausgelegt. Habe ich so das leichte Befürchtungen. So, der lädt noch weiter ein. Wie schaut es mit den Finanzen aus? Das hat sich auch ganz gut rausgetan. So, und der letzte geht jetzt hier auf die Reise. Sind wir hier immer noch bei 15 Minuten? Immer noch auf 15 Minuten. Könnte natürlich besser sein. Aber die ersten kommen schon. Das wäre, wie gesagt, das ist der erste Folgenteil noch, den ich sehen will, wenn die da hinten ankommen. Das wird natürlich eine ganze Weile noch dauern. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht einfach noch zwei, drei Schiffe da drauf packen werden.
jetzt kurz eine Sache, ein bisschen Zeit geben für den Autosave. So 2, 3, 4, 4, machen wir 4 Schiffe. 4 Schiffchen noch drauf geben, könnte eine ganz gute Sache sein. So, davon 1, 2, 3, 4. Und die packen wir jetzt auch alle nochmal auf die Holzmaschinenlinie. Dann können die nämlich gleich lostigern. Und dann haben wir nämlich nicht mehr 15 Minuten, sondern dann müssen wir halt auf irgendwas um die 10 oder sowas kommen. Na, 9, auch gut. Und die haben jetzt erstmal hier ein bisschen Verarbeitung noch. Wie gesagt, muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt gleich losgeht. Aber so in nahen Zukunft würde ich schon ganz gerne sehen, wie hier die Produktion weiter ansteigt. Genau. Wir gehen jetzt nach Rindeln, meine Lieben. Das war der große und das große und erklärte Ziel bisher. Rindeln ist ja auch schon die Stadt des ewigen Staues. Und Rindeln hat hier einen Bus. Und dieser Bus fährt mit 33 Passagieren. Und wir erneuern diesen Bus auf 49 Passagiere. Und die Tram hat 60 Passagiere. Ist ein bisschen hart. Von 60 auf 90 ist viel, ne? 3-Teiler? 62? Nee. Machen wir den hier. Schauen wir mal, ob es klappt. Hier ist schon echt viel los, ne? Und hier ist halt die Hölle los. Aber mit dem hier, sehen wir auf der Rindeln-Buslinie, ist der meiste Stress. Der kommt hier gut raus. Jetzt sind die halt aufgebaut. Mit was fährst du? Ja, die fahren halt im Minus noch rum. Das müssen wir halt jetzt auch überprüfen, dass das besser wird. Weil das ist ja auch so eine Sache, wo ich sagen muss, da geht noch was. So, der müsste jetzt auch gleich up to date sein. $700.000 ist er wert und ja, das ist schon... Leuten. Ja, hier ist echt was los, ne? Vor allem auf der Rindeln 2 geht's halt ab. Und wenn wir diese Leute von hier hinten noch holen könnten, dann wäre das halt echt gut, ne? Das sind alles Busteilnehmer. Auch hier Bus. Bus ist extrem under pressure. Hier haben wir auf der Rindeln auch tatsächlich auf der Tramlinie noch was. Den müssten wir halt nochmal hochbekommen. Betriebskosten sind ja auch nicht wenig. Aber jetzt, ja doch, also der kommt schon ganz gut hin. Fast 300 Leute fahren damit, das ist schon nicht schlecht. Ja, und die Züge müssten generell besser gefüllt werden. Ja, aber diese Städte hier sind halt klein und die bleiben auch erstmal klein. Die kriegen zwar immer schon wieder ein paar Leute rein, aber auch hier ist Bad Karlshafen. Das ist halt nicht die Wucht, ne? Das ist nicht der Überbahnhof schlechthin. Florstadt auch. Wobei, da könnte man dann mal tatsächlich nochmal hier eine Linie rausholen. Mal ganz kurz anzeigen. Da fährt ja auch ein Bus durch. Der Florstadtbus. Fährt von der 2 auf die 3. Machen wir das nochmal anders.
Der fährt von der 2. Von der 2 dahin, dahin, dahin. Und dann fährt er so lang. Oben haben wir ja auch eine Haltestelle. Habe ich hier dann auch nichts mehr. Könnte man den Ausleger hier oben noch mitnehmen. Dann kommt er bei der 8 durch. Dann fährt er hier lang. Bei einer Ringlinie, ne? Dann könnte man natürlich noch überlegen, ob wir dem Florstadt Bus sagen, du fährst jetzt dann nach der 9 noch bis zur 10 hier raus. Machen wir das halt so. Dann hätte der auf jeden Fall mehr Kapazität hier noch abzuholen. Der kommt aber mit dem, was er hat, kommt da eigentlich ganz gut zurecht. Wir könnten allerdings mal überlegen, ob wir da nicht auf den 20er-Bus erhöhen. Haben wir noch einen sauberen 20er hier irgendwo? Ja, machen wir den mal rein. Wenn wir in Florstadt noch ein bisschen mehr Gas geben könnten, dann wäre das für mich jetzt erstmal eine schöne Sache. Na, die neuen Fahrzeuge hier könnten natürlich auch mehr leisten. Das heißt, es könnte auch generell immer ein bisschen bessere Verbindung noch genutzt werden. Müssten nicht so viele Leute mit dem Fahrzeug fahren und so weiter. Schauen wir mal, hier stehen nämlich auch noch ein paar Leute rum. 15 hier, die hier auch einfach nur warten. Die könnten halt jetzt auch ohne Probleme mitgenommen werden. Jetzt warten wir mal. Da ist gerade ein Zug angekommen. Auch der gut im Plus. Muss man sagen. Auch ganz viele Leute hier am Aussteigen. Da haben wir ja schon vorgehabt, hier da eigentlich mal eine Tram durchzuziehen, aber dafür ist es noch zu wenig. Da reicht es einfach noch nicht so. Na, hier warten auch schon wieder die Ersten. Und viele wollen halt hier mitfahren. Das sieht man jetzt relativ schön, pass auf. Tap, 2. Ja, es geht doch viele durch. Aber einige stellen sich auch hier hin. Wo wollten die alle hin? Laufen hier durch. Nicht viele biegen ab. Die meisten laufen hier weiter. Tatsächlich. Ja gut, mal gucken. 76 Sekunden ist okay. Dann haben wir Winsbach hier oben noch. Winsbach ist ja schon aufgebaut. Da haben wir ja unsere Plateaus gebaut. Diese leicht bewachsenen Plateaus. Sind hier immer noch optisch sehr ansprechend. Ja. Da fährt auch ein Bus rum. Der braucht auch ordentlich Geld. Aber es schaut insgesamt okay aus. Hier ist schon viel los, aber es geht. Da war gerade der andere da. So, hier warten aber auch ganz viele Leute auf den Teuschnitzbus. Der ist ein bisschen, auch ein bisschen wenig. Meine Lieben, vergesst das, dass ich hier das aktualisiere, damit die Busse im Plus laufen. Will ich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Mehr Transport auf die Strecken Rinteln zu fahren, das ist mein Ziel. Ich will hier mehr Leute draufkriegen, damit diese Züge, die hier drauf fahren, noch mehr Plus machen. Und wenn ich eine Million Minus einfahre, dafür, dass der Plus 5, dass der Zug 5 Millionen Plus macht, dann ist das für mich das wert. Was anderes ist hier gar nicht meine Intention, ja? Ich will einfach nur möglichst viele Leute auf möglichst funktionierende Züge bringen und dafür nehme ich auch Minus in Kauf. Meinetwegen soll es ruhig Minus haben.
Das tut mir nicht weh. So, was allerdings mir weh tut, ist das hier gerade. Weil das läuft nicht so. Wir machen das mal anders. Der fährt hier irgendwie durch. Da machen wir Folgendes. Dann fährt der hier unten vorbei. Wenn der hier hinfährt, dann macht er hier eine kleine Wende und fährt dann zurück. Damit kann ich eigentlich leben. Dann machen wir hier die Ringlinie anders. Die Tram, die hier durchgeht, die dürfte auch weiterhin so durchgehen. Allerdings müssten wir uns überlegen, ob die so passt. Ich weiß es noch nicht. Die Ringlinie machen wir jetzt wirklich zu einer Einbahnringlinie rum. Dann kommen wir hier auf jeden Fall auf höhere Taktzeiten. Kriegen wir hier auch ein bisschen mehr Verkehr rein. Aber diese Züge sind hier tatsächlich sehr, sehr hart und eng getaktet. Und hier kommen wir bei Dahn raus. Und hier sehen wir auch gleich schon ein altes Stadtmuster, ne? Der Dahnbus. Der geht hier schon lang, ne? Aber der könnte, bevor er hier hinkommt bei Dahn 4, könnte er hier nochmal vorbeifahren. Das bedeutet, der kommt von der 3... Warte mal kurz, das müssen wir ändern. Die 3 und die 4 müssen raus. Der kommt von der 2. Dann fährt er hier rein und dann daran. Dann fährt er zu 6, zu 7, zu 8. Wendepunkt. Dann fährt er hier hinten vorbei. Bei der 8, dann kommen wir hier auf die 9. Dann fährt er hier vorbei. Dann machen wir das nochmal. Bei der 11 geht er hier durch. Das dürfen wir auch meinetwegen, diese Spitzkehre hier fahren. Zu 13. Dann würde ich ihn allerdings nochmal zurückfahren lassen. Nach der 13 fährt er hier lang. Dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. Ja, machen wir das mal so. Schauen wir mal, ob das klappt. Meine Lieben. Und der Bus, die Dahn Tram ist... ist auch nicht mehr so zeitgemäß. Die könnte etwas mehr vertragen. Das ist eine 31er. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel abstürzen lässt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Common API haben wir ja drin. Macht er aber. Schauen wir mal. Muss schon eine neue Tram sein, oder? Nee, das ist noch eine alte, oder? Schaut aus wie eine alte. Das ist eine neue. Und die schaut extrem cool aus, muss ich sagen. Muss mal schnell den Fotomodus wechseln. Schaut schon cool aus. Foto machen. Schön. Okay, meine Lieben, wir lassen jetzt die neuen Trams mal losfahren. Die haben 44 Kapazität, das ist gut. Die kriegen dann auch endlich mal hier ein paar Leute weg. Vielleicht auch innerstädtisch noch ein paar mehr Leute auf die Schienen drauf. Das hat natürlich jetzt mit diesen Updates kostet das natürlich immer ordentlich Geld. Das muss man ein bisschen in Kauf nehmen. Wir wollen ja dadurch auch wieder Geld verdienen. Haben wir wieder die letzten Monate ordentlich ausgehasst, neue Fahrzeuge hier gekauft. Die haben auch mega Minus gemacht. Ja, wir werden sehen, dass diese... Ich mein Ziel ist es halt, solche Züge hier wie die nochmal dauerhaft ein bisschen zu verbessern. Weil wenn der nicht mehr Leute mitnehmen kann... Der lädt aber ordentlich aus hier. Das ist richtig bösartig, was der auslädt hier. Ja, Wahnsinn. Okay.
Jetzt nimmt er natürlich mit, was hier steht. Wenn natürlich jetzt Leute übrig bleiben würden, wäre das genau der Traum, ja? Weil dann würden die anderen Züge nämlich davon profitieren, die nach dem kommen. Und die fahren ja oft auch im Minus rum, ne? Die da hier. Das heißt, wir müssen noch mehr Leute auf die Richtung des Zuges bringen. Das heißt, es dürfen mehr Leute mitfahren. Machen wir nächste Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, haut rein, gehabt euch wohl. Euer Zwerg. Auf Zwergteam, ciao.